In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich schnelle Spare Ribs oder relativ schnelle Spare Ribs vom Pellet Smoker zubereitet habe. Wie das Ganze funktioniert und was ich dafür Zutaten benutzt habe, das seht ihr jetzt. Das sind jetzt auch die Zutaten, die wir erstmal zunächst benötigen, weil nachher kommen noch viel, viel mehr dazu. Wir brauchen natürlich Rippchen für die schnellen Rippchen und ein Rub nach Wahl. Ich habe mich jetzt hier für Sweet Apple Ribs entschieden. Warum ich mich dafür entschieden habe, seht ihr gleich am Pellet Smoker. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Rippchen, denn da gibt es so ein, zwei Kniffe. Kommen wir dann jetzt zu den Kniffen, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar die Rippchen liegen hier jetzt noch. Und zwar habe ich jetzt hier einen ganz normalen Löffel zur Hand genommen. Achtet aber hinten drauf, dass der hier so leicht abgerundet ist. Warum? Zeige ich euch nämlich jetzt. Denn die Rippchen haben hier eine ganz fiese Silberhaut. Diese hier, so wie ihr das seht. Und die muss natürlich ab. Dazu einfach hier mit dem Ende von dem kleinen Löffel hier hinten am besten am Knochen entlang. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Hier unten, da unten am Knochen entlang. Dann seht ihr auch schon, dass sich die Haut, die richtig bitterböse dick ist, schon fast freiwillig löst. Ist sie jetzt so weit hier oben, einfach mit dem Daumen nach unten, dann einfach den Daumen nach oben hochziehen. Ja, und wenn alles gut klappt, oder hier jetzt nicht so in dem Fall, dann könnt ihr die Silberhaut einfach von hinten nach vorne einfach mit einem Ruck komplett abziehen. Das mache ich jetzt erstmal mit den ganzen Rippchen und dann geht es gleich mit dem Rub weiter. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, bei mir ging es relativ einfach, die Silberhaut davon abzuziehen. Sollte es bei euch nicht der Fall sein. Nehmt euch einfach ein Küchenpapier zur Hand und dann zieht ihr die Silberhaut ganz, ganz langsam dann immer nach und rollt das Küchenpapier nach. Warum haben wir jetzt die Silberhaut abgemacht? Die Silberhaut verhindert es, dass der Rub oder das Gewürz, was ihr dann halt dran machen wollt, eben durch diese Silberhaut durchzukommen. Und jetzt haben wir direkten Kontakt mit dem Gewürz zum Fleisch und dieses gilt es jetzt zu würzen. Das Würzen geht auch relativ einfach von der Hand. Einfach den Rub hier großartig verteilen. Erstmal auf der Innenseite und dann aus der Außenseite. Dann verreibt ihr das. Ich zeige euch das einmal kurz mit der Hand. Richtig schön einreiben. Die Feuchtigkeit zieht sich nachher selbst. Das mache ich, wie gesagt, von beiden Seiten. Und dann wickele ich das in Frischhaltefolie ein. Und zwar jedes Rippchen einzeln und lege das über Nacht in den Kühlschrank. Das heißt für mich jetzt in dem Fall 12 Stunden. 12 Stunden später. Ich habe jetzt hier den Pelletgrill schon mal vorbereitet. Der heizt jetzt vor, beziehungsweise lässt da so ein bisschen Pellets unten rein. Kommt auf Temperatur, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar sind hier diese kleinen, schönen Deckelhalter von Ikea. Verlinke ich euch unten in der Infobeschreibung, wo ihr das bekommt. Da passen jetzt perfekt die Rippchen drauf. Ich lasse den Grill jetzt erstmal auf Temperatur kommen und wie gesagt, dann kommen dann gleich die Rippchen drauf. Der Grill ist jetzt so langsam startklar, das heißt, er hat aufgehört zu qualmen, was ich jetzt gerne machen möchte und zwar auf 80 Grad. 80 Grad deswegen und zwar, dann nimmt das Fleisch am Anfang den Rauchgeschmack besonders an. Holen wir jetzt erstmal die Rippchen. Was ich euch vergessen habe zu zeigen und zwar sind das jetzt Apfelpellets. Deswegen sagte ich ja vorhin, warum ich mich da für Sweet Apple Ribs entschieden habe. Dennoch haben sich da andere Rippchen mit drunter verteilt oder gemischt, sage ich jetzt mal. Ja, das sind jetzt hier schöne Äpfelpellets, die geben richtig, richtig schönen Rauchgeschmack ab, aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Rippchen. Der Grill ist jetzt richtig auf Temperatur gekommen. Das Einzige, was ich jetzt halt wirklich mache, und zwar, ich nehme jetzt hier die Rippchen und verteile diese hier hinten schön mittig und klappe die so ein bisschen nach hinten auf den Grill. Und das mache ich jetzt erstmal mit den allen Rippchen und dann geht es gleich mit dem nächsten Schritt weiter. So, die nächsten Rippchen kommen jetzt auch mit drauf. Die sind jetzt leicht rötlich gefärbt. Das hat folgendes zur Grund und zwar, da sind jetzt Rippchen mit Magic Dust. Das heißt, hier könnt ihr halt wirklich mit jedem Rub arbeiten, so wie ihr gerne möchtet. Ich verteile die Rippchen jetzt hier drauf, ja, und dann heißt es jetzt erstmal für die nächste Stunde in Ruhe lassen, bevor es zum nächsten Schritt geht. Die halbe Stunde ist rum. Wir schauen einmal nach. Kleinen kontrollierenden Blick. Hat sich jetzt wirklich noch nicht viel geändert, das heißt schnell wieder Klappe zu und jetzt heißt es erstmal Temperatur erhöhen. Und zwar möchte ich jetzt hier gerne auf 107 Grad, dazu einfach den Drehpot hochstellen. Wir brauchen natürlich auch noch Flüssigkeit für die Rippchen und die machen wir jetzt drin. Draußen regnet es zu doll, deswegen hier drin. Wir brauchen für die Flüssigkeit, für die Spare Ribs ein bisschen Magic Dust. Dann brauchen wir Apfelessig und Apfelschorle. Da habe ich jetzt hier 500 Milliliter und daraus gibt es jetzt eine Flüssigkeit zu machen. Die Flüssigkeit zu kochen ist auch kein Hexenwerk. Wir machen erstmal das Magic Dust hier unten rein. Dann geben wir die Apfelschorle hier rein, schön über Hand gießen, dann den Apfelessig, ja, und dann lasse ich das Ganze, ich sage jetzt mal, für 10 Minuten grob aufkochen.
Ist jetzt ordentlich am Aufkochen. Das rühre ich jetzt noch ein bisschen durch, lasse es abkühlen. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Flüssigkeit ist jetzt abgekühlt, was ich gerne machen möchte. Und zwar möchte ich das gerne in so einen, ja, Sprühbehälter einfüllen. Da sind jetzt etwas gröbere Stücke drin, die würden sich halt in dem Sprühbehälter verfangen. Dann nehme ich dann jetzt hier einfach ein Sieb und schütte da jetzt erstmal die Flüssigkeit um. Um euch das mal zu zeigen, was da noch so für Rückstände drin sind, ich hebe das hier einmal ganz, ganz vorsichtig hoch. Und das wäre dann jetzt später in der Sprühdose drin unten drin stecken geblieben. Das heißt, ihr hättet dann nichts mehr rausbekommen. Ich fülle es jetzt auf jeden Fall erstmal in die Sprühdose um. Ist jetzt gut 1,5 Stunden rum. Wir schauen noch mal kurz nach. Sieht das nicht perfekt aus? Aber ihr seht halt schon von der Oberfläche, dass das schon recht trocken ist. Ich meine, der Inhalt ist natürlich flüssig ohne Ende und deswegen habe ich mich jetzt hier halt wirklich für diese Variante entschieden. Das heißt, ich sprühe das jetzt gut, ich sage jetzt mal für die nächsten 2,5, 3 Stunden, ja 2,5 Stunden, jetzt alle Viertelstunde einmal so ein, von jeder Seite, sodass die Rippchen überall Feuchtigkeit bekommen. Ja, und dann kommen wir schon fast zum letzten Schritt. Ein Rippchen gehört ja natürlich auch Barbecue-Soße dran. Da habe ich mich jetzt hier für die Dirty Harry's Number One entschieden. Ein bisschen Ahornsirup, dann brauchen wir noch eine Schüssel und einen Schneebesen. In die Schüssel selbst mache ich jetzt erstmal die komplette Barbecue-Soße rein. Schütte dann mit etwas Ahornsirup, ja, was heißt etwas, ich sage jetzt mal so 5 bis 6 Esslöffel ruhig, weil ich mag es richtig, richtig süß an den Spare Ribs, damit das auch an der Oberfläche sich richtig, richtig schön karamellisieren kann. Rühre das Ganze mit dem Schneebesen durch und damit wäre die Barbecue-Soße für die Spare Ribs nachher auch schon fertig. Nächste halbe Stunde ist rum und das mache ich jetzt, wie gesagt, alle halbe bis dreiviertel Stunde immer so ein bisschen mit Feuchtigkeit besprühen, ja, bis kurz vorm Ende. Das heißt, die Barbecue-Soße habt ihr ja gerade gesehen und ja, zu der kommen wir jetzt gleich. Die letzte Stunde bricht an und zwar haben wir jetzt noch circa 1,5 Stunden. Jetzt lege ich die vorhin angerührte Barbecue-Soße einfach hier oben mit drauf. Das mache ich deswegen, damit diese schon mal anfängt warm zu werden. Ein bisschen weiter nach hinten, weil sonst kann ich das nicht zumachen. Und ja, dann heißt es gleich einpinseln. Letzte Stunde hat angebrochen. Das erste, was ich hier erstmal mache, ist die Soße hier runternehmen. Die hat eine richtig schöne Konsistenz bekommen. Was ich jetzt auch als nächstes mache, und zwar die Rippchen jetzt erstmal runternehmen und dann sehen wir uns gleich am Brettchen wieder. Jetzt kommt eigentlich eine ganz angenehme Arbeit, und zwar ihr nehmt im Prinzip ein bisschen Barbecue-Soße, pinselt damit die sämtlichen Spare Ribs ein. Das mache ich jetzt hier auch in dem Fall. Ja, und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. Als nächstes, was wir dann machen, natürlich die letzte Stunde mit der Barbecue-Soße eingepinselten Rippchen auf den Grill legen. Die Temperatur belasse ich bei derselben, denn über 100 Grad karamellisiert, nämlich der Ahornsirup und der ganze Zucker, der dort in der Barbecue-Soße mit drin ist. Ja, und das lasse ich, wie gesagt, jetzt eine Stunde drin und dann sehen wir uns gleich wieder. Aus 4 Stunden sind jetzt 4,5 Stunden geworden. Schauen mal nach. Sehen die nicht richtig gut aus? Ich nehme mal einen hier vorsichtshalber raus. Und wie man sehen kann, richtig schön mürbe das Fleisch. Ich nehme sie jetzt runter. Mache davor noch ein Tellerbild und würde sagen, damit sind sie fertig. Das waren sie, die schnellen Spare Ribs vom Pellet Grill. Relativ einfach und sehr, sehr simpel gehalten und man braucht halt nicht wirklich viel an Zeit wie die normalen Spare Ribs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wieder mal einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach.